Ja, was? Gut gemacht. Mach keine Probleme. Nerv jemand anders. Dann parken wir den Buggy mal. Bist du der Runner? Der Boss wartet hinten. Du hast ein Treffen mit Marco? Glückspilz. Bei dem willst du auch zu First? Bester Söldnertrupp überhaupt. Ich beobachte dich. Schönes Schiff, oder? Die First meint's ernst.
hast den Red Mile Run geschafft, ja? Wow. Benimm dich hier lieber. Die First meint's ernst. Benimm dich hier lieber. Mal überlegen, der Liebesbande beizutreten?
Brauchst du Hilfe? Dann gib mir was davon ab. Willkommen. Aus Mays Nachricht ist nicht hervorgegangen, warum du mich treffen wolltest. Falls du Arbeit suchst, meine Organisation braucht immer Piloten und Security-Personal mit Mut zum Risiko. Von der First hast du schon mal gehört, ja? Ich bin nicht nur Mitglied, ich finanziere die Gruppe durch ein Netzwerk unabhängiger Händler. Illegale Waren sind natürlich am lukrativsten. Fähige Piloten werden daher immer gesucht. Ah, verstehe. Du hast mich gefunden. Bravo, das schafft nicht jeder. Andererseits waren wir in letzter Zeit auch nicht gerade diskret. Durch die Art des Vertrags war ein gewisses Risiko immer gegeben, allerdings ein kalkuliertes. Ehrlich gesagt, denke ich, dass der Major eine Konfrontation mit den Rangern sogar sucht. Trotzdem bin ich etwas enttäuscht, dass der Marshal nur einen Deputy geschickt hat und keinen echten Ranger. Um Rechnungen zu begleichen. Major Hull hat im Koloniekrieg ehrenhaft gedient. Aber die Führung des Freestar Collective hat ihn verraten. In seinen Augen sind die Ranger die Vollstrecker eines korrupten Rats der Gouverneure. Du bist sein Feind. Was mich angeht, ich habe in dieser Rachsucht keinen Profit gesehen. Ich blicke lieber nach vorne. Ganz genau. Major Hull saß 20 Jahre lang in einer Zelle und war wütend auf das Freestar Collective. Wie wir alle. Viele gute Leute sind wegen der Feiglinge, für die du arbeitest, umsonst gestorben. Du hast deine Seite gewählt, ich meine. Ich weiß nicht, ob du die Lage hier richtig erfasst, Deputy. Du bist auf meinem Schiff. Meine Wachen sind in der Überzahl und töten dich ohne zu zögern. Ich bin Geschäftsmann. Wenn du etwas von mir willst, will ich im Gegenzug etwas von dir. Alles sage ich dir nicht. Ich bin meiner Einheit gegenüber noch loyal. Aber ich kann dir Hinweise geben. Und im Gegenzug geben die Ranger mir freie Hand für meine Geschäfte. Das kann ich nicht machen. Die Verluste wären viel zu hoch. Vielleicht kann ich dir die Sache ja versüßen. Wenn du annimmst, lege ich ein kleines Extra für dich drauf. Ich weiß was Besseres. Ich sage dir stattdessen etwas, was du nicht wissen willst, aber wissen solltest. Der Rat der Gouverneure ist eine Gruppe von gierigen und korrupten Lügnern, die dich und die anderen Ranger ausnutzen, um ihre Interessen zu wahren. Glaubst du wirklich, sie scheren sich einen Dreck um die Menschen im Freestar Collective?
Welcher Weg dich auch hergeführt hat, deine Reise endet heute. Erteilt ihr eine Lektion? Hab einen Lauf! Weniger! Wer will was erleben? Juhu! Für die First! Für die First! War das schon alles? Zu leicht. Ich versuche. Ich bin getroffen. Mann, der Fast ist ein Todesurteil. Wegrennen sollen. Ich brauche Deckung. Ich werde dich leiden. Hallöchen. Viel Glück da draußen.
Wie geht's? Wie steht's? Die Klinik steht allen Patienten offen. Freestar VUC. Schiff hat angedockt. Perfekt. Kein einziger Kratzer im Lack. Hallo, Captain. Kann ich dir irgendwie helfen? Vorsicht, wenn du auf diese Ekliptikpisser triffst. Die fühlen sich wie die Könige der besiedelten Systeme. Wow! Und sie nutzen alte, verlassene Anlagen gern als Außenposten. Du weißt schon, die aus dem Kolonie. Ja? Hast du Schwierigkeiten? Nee, Moment mal. Du bist der neue Deputy, oder? Der Marshall schickt regelmäßig Berichte zum Stand deiner Ermittlungen. Ich kann doch nicht aus dem Nähkästchen plaudern. Nichts Negatives, falls du dich das fragst. Konzentrier du dich einfach auf deine Aufgabe. Und zwar mit Erfolg, was man so hört. Ben Armistead, freut mich. Tja, das ist wohl die Quintessenz. Du bist das neueste Mitglied der Ranger, ich das älteste. Also ist eine First-Söldnerin hier in der Klinik. Alle Ranger wissen, dass man seinem Instinkt trauen muss. Hier gibt's die beste Behandlung in den ganzen besiedelten Systemen. Viel besser als alles, was diese UC-Schweine haben. Witzig, oder? Wo sie die Station doch gebaut haben. Ich weiß, wer dir da helfen kann. Hier entlang, Deputy. Unter uns? Ich weiß nicht recht, warum jemand das Bedürfnis hatte, hier einen Ranger zu stationieren. Ich bin im Prinzip nur ein besserer Bodyguard für Dr. Darvish. Sie hat hier das Sagen und sitzt auch im Rat der Gouverneure. Das Personal ist nicht gerade begeistert von meiner Anwesenheit. Und ich mag das Pack auch nicht. Ein Haufen aufgeblasener Eierköpfe, wenn du mich fragst. Bis auf Ari.
Er ist der Einzige, mit dem ich mich hier unterhalten kann. Okay, das mit der Leberpastete war ein Reinfall, aber... Hey, Ari, du Schuft. Danke für die Hilfe. Schuftest du fleißig? Dr. Servato findet schon noch seinen Rhythmus. Hey, Chief. Ich würde sagen, fleißig ist noch untertrieben. Was führt dich her? Der Deputy hier könnte Hilfe brauchen. Ist auf der Suche nach einer Patientin. Mal sehen, was ich tun kann. Dann lasse ich dich mal in Mr. Millers fähigen Händen. Wenn noch was ist, ich bin im Büro. Ich versuche dir zu helfen, aber unsere Computersysteme spielen verrückt. Die Patientendatenbank spinnt. Es läuft alles viel langsamer. Keine Ahnung warum. Ich sehe mir das später an. Jetzt hat erstmal die Ermittlung Vorrang. Die Patienten haben keinen freien Zugriff auf unsere Systeme. Ich sehe da keinen Zusammenhang. Aber wir behalten das im Hinterkopf. Also, hinter wem bist du her? Klingt gefährlich. Hoffentlich kann ich dir helfen. Der Name sagt mir nichts, aber vielleicht können wir die Sache anders angehen. Weißt du, weswegen sie hier ist? Das wird uns schon weiterhelfen. Mein Terminal hat Zugriff auf die Patientenakten, falls die Datenbank funktioniert. Komm mit! Die Crimson Fleet ist im Moment überall. Breitet sich in den besiedelten Systemen okay. Wie ein Virus aus. Warte einen Moment. Diese Piraten nisten sich in den alten Anlagen ein, die seit dem Koloniekrieg verlassen sind. So können sie überall zuschlagen. Maya Cruz. Komm schon, Maya. Bitte sei da drin. Okay, endlich. Mal sehen. Oh, keine Treffer für eine Maya Cruz. Ja? Wenn Maya hier ist, nutzt sie wohl einen Decknamen. Was eigentlich logisch ist, wenn die Ranger hinter ihr her sind. Das könnte sein. Vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit. Okay, Moment. Ich weiß, dass wir gerade ein paar Patientinnen haben. Candace zum Beispiel. Wie hieß sie doch gleich? Doolin. Candace Doolin. Und diese Nakamori. Jane, glaube ich. Ich weiß spontan nicht, warum sie hier sind, aber das ist schon mal ein Anfang. Du darfst gerne das Terminal in der Ranger-Station verwenden. Ich gebe dir Admin-Zugang. Hey, Deputy. Okay, wir sehen uns. Hey, mach mit dem Boost-Pack keinen Blödsinn. Gibt dir schon genug Flugverkehr. Stell bloß nichts an, klar?
Ich esse nicht und schlafe nicht. Du gehörst mir. Lassen die jetzt etwa jeden in die Patientenzimmer? Was gibt dir das Recht, hier hereinzuplatzen? Du bist doch nicht mein Arzt. Verschwinde, bevor ich die Security rufe. Hier ist ein Freestar Ranger stationiert. Und wenn du nicht gehst, dann lass ich ihn rufen. Meinetwegen, wenn es nicht lange dauert. Nun, ich hatte nicht vor, hier zu bleiben. Ich bin Kurier. Ich habe vertrauliche Dokumente zur Klinik gebracht. Ich wurde von Piraten angegriffen. Ich bin entkommen, aber meine Lebenserhaltungssysteme wurden beschädigt. Als ich hier ankam, war ich schon halb tot. Ich wurde gerettet und kam auf die Intensivstation. Das war vor 2 Tagen. Mr. Miller hat den Papierkram erledigt. Frag ihn. Meine Arbeit erfordert ein gewisses Maß an Diskretion. Genau wie deine. Ich habe dir alles gesagt, was ich preisgeben kann, Deputy. Vielleicht hast du recht. Ich hoffe, wir kriegen das irgendwie hin. Okay, pass auf, ich habe nicht gelogen. Aber ich habe dir auch nicht alles gesagt. Ich bin sozusagen freischaffende Informationshändlerin. Ich wollte hier an geheime Forschungsmaterialien kommen und sie dann verkaufen. Ich weiß, dass das illegal ist. Aber es ist ein Verbrechen ohne Opfer. Du kannst dir ja vorstellen, dass ich diese Information lieber geheim halten würde. Ich entschädige dich auch gerne dafür. Wie du meinst. Ranger Armistead ist meinem Angebot gegenüber sicher aufgeschlossener. Hey. Weißt du, allein durch die Art. Ari ist ein guter Junge. Versteht? Die Frau, die von ihrem Schiff gerettet wurde. Das hat sie doch sicher nicht einfach freiwillig ausgeplaudert. Okay. Gute Arbeit. Konzentrier dich auf deinen Fall und überlass Nakamori mir. Ich sorge dafür, dass sie keinen Ärger macht. Mir geht's echt nicht gut. Naja, wenigstens kann's nicht mehr schlimmer werden. Naja, doch kann es, aber positiv denken. Die Ärzte wissen einfach immer noch nicht, wann wir Woche lang nichts Merkwürdiges. Ist das zu viel verlangt? Ich würde gerne zu einem. Dann zurück an die Arbeit. Die Schmerzen sind langsam ein klein wenig unter Kontrolle. Oh, hallo. Bist du hier? Die Ärzte und Pfleger haben nie Zeit, sich einfach mal mit mir zu unterhalten. Sind immer alle zu beschäftigt, sagen sie. In einer Ranger-Angelegenheit? Oh, wieso das denn? Suchst du etwa meinen nutzlosen Mistkerl von Ehemann? Er könnte mich ja ruhig ab und zu mal besuchen, wo ich doch schon so lange hier bin.
Aber nein, ich kriege nur gelegentlich einen Brief, dass er zu beschäftigt damit ist, sich alleine um den Hof zu kümmern. Dann stell doch jemanden ein, sage ich ihm dann. Und dann schimpft er nur, dass wegen den Arztrechnungen kein Geld mehr da ist. Ha. Oh, entschuldige. Langweilt es dich etwa, wie ich hier jeden Tag übergangen und vernachlässigt werde? Ha? Weißt du, das ist das Problem mit den Leuten heutzutage. Alles dreht sich nur um Slates. Niemand schert sich darum, mit echten Menschen zu reden. Ich sage dir, mit einem Roboter wäre ich besser dran. Du willst über Fragen reden? Davon habe ich jede Menge. Zum Beispiel, warum diese sogenannten Ärzte nicht rausfinden, was mit mir los ist. Mir tut einfach alles weh. Der Kopf, die Knie, der Rücken. Und ich habe Verdauungsprobleme und alles mögliche andere. Ich sage ihnen ständig, dass ich mir irgendeinen Alien-Virus eingefangen habe. Aber diese dummen Ärzte finden nichts. Seit 3 Monaten machen die einen Test nach dem anderen. Ich bin schon fast pleite deswegen. Nein, hatte ich nicht. Bisher jedenfalls. Käme aber nicht überraschend, sobald die erstmal wissen, was das für ein Alien, Parasit oder Virus oder was auch immer ist. Ich glaube schon, ja. Aber man verliert hier das Zeitgefühl. Ich kann nur diese weißen Wände anstarren und habe niemanden zum Reden. Da dauern die Tage ewig. Oui, kennst du aber schwierige Wörter, du Genie. Wenn ich mich jetzt besser fühlen sollte, ging das nach hinten los. Tue ich nicht. Ich dachte, die ach so edlen Freestar Ranger helfen Menschen in Not. Wenn du mich fragst, leidet dieser glänzende Ruf in letzter Zeit ganz schön. Aber gut, geh ruhig. Lass dich von den Sorgen einer armen Bürgerin nicht von deiner höheren Berufung abhalten, wie auch immer die aussieht. Wir haben nichts weiter zu besprechen. Wenn du Hilfe brauchst, rede mit Ari Miller am Empfang. Ja? Wie kann ich helfen? So ist es, aber wir nehmen keine Patienten ohne Absprache. Wenn du ein Zimmer im VIP-Flügel möchtest, muss das im Vorhinein arrangiert werden. Alles okay. Mach's gut. Ah, hier wird's nie langweilig. Ja? Wie? Selbst wenn das wahr ist, was ich bezweifle, ist der Zugang zu diesem Flügel beschränkt. Wer genau bist du? Selbst wenn du Solomon Coe höchstpersönlich wärst, wäre die Antwort nein. Regeln sind Regeln, keine Ausnahmen.
Hörst du nicht richtig, Deputy? Wir haben eine Maschine zur Ohrenbehandlung gleich um die Ecke. Oh, das wusste ich nicht. Wenn ich Kollegen nicht trauen kann, kann ich wohl niemanden trauen. Damit kommst du rein. Bitte führe deine Ermittlung zügig und diskret durch. Ich hoffe doch, ich werde das nicht bereuen. Du das eben, Cap? Erwischt! Der ganze Schrott wird hier noch das Kreuz brechen. Keine Ahnung, wann ich das letzte Mal nicht recycle. Hat sich Dr. Cartwright in Achilles... War schön, dich zu sehen. Hast du schon Dr. Cassidy kennengelernt? Ja,
witziger Typ. Harry, ich weiß noch, wie ich damals. Immer schön, Ranger-Kameraden zu sehen. Meine Mutter wollte, dass ich Medizin studiere. Hoffentlich bin ich dir von Nutzen. Catalina Rivera, der Name sagt mir was. Lass mich mal kurz überlegen. Ich weiß noch, dass sie gleich nach ihrer Ankunft in den OP gebracht wurde. Ihr Zustand war schlecht. Sie muss richtig viele Credits haben, weil sie nach der OP nämlich in den VIP-Flügel gekommen ist. Da gibt's quasi die Luxusbehandlung, mit größeren Zimmern, besserem Essen und anderen Vorzügen. Kostet ein Vermögen. Außerdem sichert die Klinik im VIP-Flügel Diskretion zu, weshalb ihn nur wenige Mitarbeiter betreten dürfen. Tja, wenn du da reinkommst, dann viel Erfolg. Die letzten Fehler sind alle beseitigt. Catalina Rivera, ich weiß noch, dass sie gleich nach ihr... Sie muss richtig viele... Ich will nicht wissen, woher du die hast, aber ja, damit kommst du rein. Ich hoffe, du findest... Wie geht's dir? Alles gut? Ja, mir geht's gut. Danke, Rebecca. Richard, ich sehe doch aus, als würde ich hier... Pass auf dich auf. Wenn du überlegst, in die Medizin zu gehen, musst du dir echt sicher sein. Es gibt bestimmt jemand anderen, der dir helfen kann. Ich will nicht unhöflich sein, aber wenn das kein Notfall ist... Wie gefällt dir die Laserpistole? Piu, piu. Ah, du bist's. Danke nochmal, dass du mich gerettet hast. Wir sind wie Pech und Schwefel, was? Hallo. Bin jederzeit bereit, wieder loszuziehen. Luftschleusencheck und los. Captain, benötigen Sie meine Hilfe?
Schiff andocken hören. Ich weiß, wer du bist und dass du mich verhaften willst. Ich muss dich warnen. Ich hatte lange Zeit, mich hierauf vorzubereiten. Entweder gehst du also wieder oder ich begrabe bald deine Überreste. Ich bin nicht zu Langeweile im Stück und daher ideal für niedere Tätigkeiten geeignet. Systeme versagen. Wo sind Sie hin? Hatte mich schon auf einen Kampf gefreut.
Standardbetrieb wieder auf.
Was willst du mit dem Schrott? Gefällt dir das? Das wirst du bereuen. Ich zeig dir, wie man das macht. Also, worauf wartest du? Bring's zu Ende. Ja, wir haben eine Basis. Eine echt gute. Ich habe Monate damit zugebracht, sie aufzubauen. Aber wo sie liegt, das musst du schon selber rausfinden. Weil wir genau dafür angeheuert wurden. Und die Bezahlung war gut. Aber am schönsten war, dass wir es den Leuten zeigen konnten, die uns verraten haben. Natürlich. Wir saßen 20 Jahre hinter Gittern, weil unsere Anführer Schiss hatten und uns kurz vor dem Sieg zurückgepfiffen haben. Und haben uns die Menschen im Freestar Collective verteidigt, für die wir gekämpft haben, gestorben sind? Nein! Sie haben nichts getan! Nichts! Tja, jetzt sterben sie, so wie damals fast die ganze Einheit. Das wird ein Spaß, wenn du das erfährst. Schön, mir ist sowieso nicht nach Smalltalk. Das sagst du jetzt, aber so wird es vermutlich enden.
Wie wär's, wenn ich es uns beiden ganz einfach mache? Ich habe vielleicht noch ein paar Wochen und die verbringe ich nicht im Knast. Wenn du mich hier und jetzt töten willst, schön, bring's hinter dich. Das Leben hat mich schon genug gequält. Aber wenn du mich nach meinen Bedingungen sterben lassen willst, dann geh. Ich wurde von allen nur missbraucht und verlassen. Ich habe die Menschen aufgegeben und auf Maschinen gesetzt. Erst als ich bei der First Cavalry Major Hall kennengelernt habe, konnte ich greife ein an. Alle Systeme. Ich wurde von allen nur missbraucht. Ich habe die Menschen aufgegeben. Erst als ich bei der First Cavalry Major Hall kennengelernt habe, konnte ich wieder jemandem vertrauen. Wie wäre es mit einem Test? Man weiß ja, dass Ranger gut mit der Waffe umgehen können. Aber hier ist mal eine Herausforderung für dein Hirn. Wenn du diese verschlüsselte Slate knacken kannst, erfährst du was Nützliches. Und jetzt verschwinde und lass mich in Frieden. Heruntergekommenes Pack. Ja, jetzt habe ich eure Aufmerksamkeit.
Bitte warten Sie. Erzeuge geeignete Begrüßung. Guten Tag, Captain. Was für dich stibitzt, Cap? Hey, willst du einen Witz hören? Ja, Liebes. Ein alter Herr könnte einen Lacher verzeihen. Suchst du irgendwas? Okay. Sowas in der Art? Erzähl dem Barrett, wenn du ihn nächstes Mal siehst. Andock-Integrität 100%. Alles klar, Captain. Captain, freut mich, Sie zu sehen. Was kann die Handel? Es gibt auf der ganzen... Thank you.
Crystal Collective Raum. Bitte Scan abwarten. Mehr brauchen wir nicht. Du hast Landefreigabe für Aquila City. Deputy. Nicht jeder kann behaupten, im Turm zu arbeiten. Helga sagt, ich verbringe zu viel Zeit am Terminal. Das stimmt vermutlich. Hey, Deputy. Hab gehört, dass du fleißig von einer Seite des Freestar Collective zur anderen und wieder zurückspringst. Wie gefällt dir der Job bisher? Freut mich zu hören. Also, was führt dich her? Es läuft. Ich glaube, ich stehe kurz vor einem Durchbruch. Mit genügend Daten kann ich dir genau sagen, was sie vorhaben. Oha, was haben wir denn hier? Also, das ist neu. Sehr interessant. Mit zwei von den Dingern müsste es deutlich schneller gehen. Mehr Daten sind immer fein. Mein Fachgebiet ist Kryptographie. Schmuggler benutzen gern kodierte Slates, ist also praktisch. Der Terminal Jockey der Freestar Ranger, das bin ich. Helga sagt, ich verbringe zu viel Zeit am Terminal. Komm rein, Deputy. Setz dich.